Und daher gibt es Männer, der sagt zum Beispiel zu seiner Frau, ich möchte eine zweite Frau heiraten. Sie sagt ihm, nein, dieses setzt sich von vornherein als Bedingung, dass du keine zweite Frau heiraten darfst. Dann sagt er zu ihr, du bist Kafir. Ihr kennt ja, es gibt so eine Spezialabteilung. Man nennt sie Takfiris oder Khawarij, wie ihr möchtet. Eigentlich kommt das eine vom anderen. So sagt er zu ihr, du bist eine Kafira. Warum sagt er ihr, du bist eine Kafira? Schaut mal, seine unlogische Schlussfolgerung. Wenn du mir das nicht erlaubst, dann bist du gegen das Buch Allahs. Und wenn du gegen das Buch Allahs hast, dann heißt es nichts anderes, als dass du etwas hast, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat. Das ist seine Begründung. Die Frage, hast die Frau, damit wir dieses genauer beleuchten, hast die Frau das, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat? Oder ist die Frau nicht in der Lage, mit der Eifersucht klarzukommen? Schaut mal, er differenziert nicht zwischen beiden Angelegenheiten. Er sagt nur sofort, also ist sie eine Kafira. Subhanallah. Das ist ein großes Urteil und man sollte Allah Azza wa Jal fürchten mit so einem Urteil, denn diese Frau hasst nicht das Urteil Allahs. Wenn man das Urteil Allahs hasst, ist man in unserer Religion raus. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dieses deswegen, weil sie das gehasst haben, was Allah herabgesandt hat, also hat er ihre Taten vereitelt gelöscht. Das ist natürlich, wenn man ein Urteil hasst. Aber diese Frau hasst nicht das Urteil Allahs, sondern vielmehr ist das eine Eifersucht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Euch ist der Kampf vorgeschrieben und dieses ist euch zuwider. Subhanallah. Was, wenn jemanden der Kampf zuwider wäre? Was hier Allah meint, es fällt den Leuten schwer. Es ist keine Entscheidung, die leicht ist für jemanden zu tragen. Daher muss man hier genau verstehen, was ist damit gemeint. Was hat die Frau gemeint, als sie sagte, ich halte das nicht aus. Sie meinte nicht, dass sie das hasst, was von Allah herabgesandt worden ist, sondern vielmehr ist das eine Reira oder eine Reira, eine Eifersucht, die sie im Herzen hat. Das ist natürlich ein riesengroßer Fehler. Das ist ein riesengroßer Fehler von dem Mann, wenn er dieser Frau Unrecht antut. Na.